Live-Projekt zum Schutz der Großtrappen ist ein sehr erfolgreiches Projekt, ein sehr erfolgreiches Naturschutzprojekt. Und man sieht an dem Projekt, wenn alle zusammenarbeiten und mithelfen, kommt auch was Gutes daraus hervor. Konkret haben wir die letzten 10 Jahre nicht ganz 80 Kilometer Mittelspannung, sondern 20.000 Volt Freileitungen erdverkabelt, sodass diese keine Gefahr mehr darstellen für die Vögel, für die Großtrappen. Und zusätzlich haben wir über 90 Kilometer 110 kV Leitungen. Sie sehen hier so ein Beispiel. Solche Leitungen mit Vogelschutzfahnen ausgestattet. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass wir speziell seltene Tierarten schützen wollen. Und deswegen haben wir auch mit großem Elan an diesem Trappenprojekt mitgewirkt. Ich muss noch auch darauf hinweisen, dass alles, was wir investieren, alles, was wir irgendwo in ganz Niederösterreich investieren, sehr sorgfältig abwägen müssen, weil letztlich müssen das die Stromkunden über ihre Netzrechnungen bezahlen. Wir haben in Niederösterreich sehr viel investiert in Maßnahmen im Leitungsbau zum Schutz der Großtrappen. Und wenn man viel Geld investiert, ist natürlich immer die Frage, hat das was gebracht, hat es was genutzt? Und deswegen sind wir sehr froh darüber und sehr zufrieden darüber, dass die Maßnahmen etwas gebracht haben, weil die Auswertungen haben ja gezeigt, dass wir jetzt viel weniger Todesfälle unter den Großtrappen zu verzeichnen haben, seit wir diese gesamten Maßnahmen gemacht haben. Mir persönlich wäre am liebsten, wenn man keine Leitungen in ganz Niederösterreich sehen würde, wenn alle Leitungen unter der Erde verlegt wären. Aber hier sind wir in der Schere, also von der Firma her, Schere zwischen Finanzierungsmöglichkeit, Stromkosten und so weiter. Aber ich freue mich persönlich über jede einzelne Leitung, wo es gelingt, diese unter die Erde zu verlegen. Unser Unternehmen, unser Konzern, betreibt ja auch Stromnetze in Bulgarien und in Mazedonien. Und es gehört zu den Grundsätzen des Gesamtkonzerns der FN-Gruppe, dass auf Umweltbelange nach Möglichkeit, also gut wie möglich, Rücksicht genommen wird.